da läuft, dass man die Verwaltungsübung damit verbessert, habe ich gar keine Zweifel. Wenn man besser kontrolliert wird, dann wenn man besser kontrolliert wird. Jetzt zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe nicht ins Mikrofon gesprochen. Ich nehme an, Sie haben es trotzdem gehört, wenn nicht. Sie wirken mir noch einigermaßen wach. Deswegen scheine ich Sie nicht total gelangweilt zu haben. So, jetzt werden wir auf ein paar aktuelle Probleme zu sprechen kommen. Was neurotisch ist, ist das, also einmal das Datenverständnis der Bevölkerung ist minimal, wenn Sie in einem Intercity fahren und das Handyverhalten Ihrer Mitbürger betrachten, dann ist die informationelle Selbstbestimmung ein Missbrauchtatbestand. Das ist eine aufgedrängte Information. Und die informationelle Selbstbestimmung umfasst auch ein negatives Grundrecht, nicht mit Informationen beschallt zu werden, die man auf gar keinen Fall hören möchte. Und diese wahnsinnigen Erkenntnisse, ich bin jetzt schon in Speyer angekommen. Und so. Oder was gibt's denn heute zum Mittagessen? Das interessiert mich nicht, was es bei Fremden zum Mittagessen gibt. Also, es kann, aber normalerweise interessiert einem das nicht, was man zwangsläufig mit anhören muss. Also das Verhalten ist relativ leger im Datenumgang und dann kommt es auf der anderen Seite wieder und schreien Datenschutz. Und dann, was sehr, sehr negativ zu betrachten ist, ist die Neugier der Mitbürger über das Verhalten der anderen Mitbürger. Sie glauben gar nicht, die Videoüberwachung vom Staat ist defizitär. Wir haben zu wenig Videoüberwachung durch den Staat. Wir haben überall Videokameras, die Attrappen sind, die verhaltenssteuernd sind, aber bei denen gar keine Schutzsanktion damit verknüpft ist, um das klar zu sagen. Wenn ich als Staat Video überwache, brauche ich eine gefährliche Situation, eine gefährliche Gegend, eine Bahnhofsunterführung oder ein abgelegener Ort, also unsichere Lokalitäten oder Kriminalitätszentren. Da darf ich Video überwachen. Da überwachen die mit Videokameras, aber die machen das, um Personal zu sparen. Die Videokamera ist dann angeschaltet, aber es beobachtet niemand die Situation. Und dann gibt es dann diese Helden, die sich mit Rockerbanden einlassen, weil sie denken, es kommt, wenn die mich im Video sehen, Kamera überwacht, kommt in absehbarer Zeit staatliche Hilfe und schlägt mich raus. Es kommt niemand. Denn die Kamera dient nur zu Beweiszwecken im Strafverfahren. Dann haben sie dann den Trost, wenn sie erschlagen worden sind, kann im Strafverfahren nachgewiesen, der hat sie erschlagen. Also das betrachte ich als Verstoß gegen das Untermaßverbot, nicht gegen das Übermaßverbot. Wo ich Kameras wirklich brauche, muss ich sie auch mit entsprechenden Sanktionen verknüpfen. Was viel schwieriger ist, die Kameras sind ja spottbillig, oder die Drohnen, die gekauft werden. Sie kriegen eine Drohne für 33 Euro und können ihre Nachbarn im Garten überwachen und es ist unglaublich, wie viel wir haben im vergangenen Jahr 600.000 Videokameras gemeldet bekommen von Privaten. Allein in Hessen, das ist eine staatliche Zahl, stellen Sie sich mal vor, als Verwaltung, Sie müssen 600 Videokameras kontrollieren, ob die berechtigt aufs eigene Grundstück gerichtet sind oder aufs Nachbargrundstück gerichtet sind und die Nachbarn bespitzeln. Da muss man natürlich wieder mit Dogmatik arbeiten, denn im Gesetz steht drin, Aufzeichnungen durch elektronische Geräte sind unzulässig, wenn sie den eigenen Wirkungsbereich überschreiten. Ja, jetzt was ist ein elektronisches Gerät? Das ist eine Videokamera, die angeschaltet ist, die funktionsfähig ist. Die Pfälzer haben daraus gemacht, das können nur in Funktion betriebene Videokameras sein, so steht es im Gesetz. Datenschutz schützt mich davor, nicht illegal aufgezeichnet zu werden. Wir in Hessen haben die Gegenposition vertreten. Wir haben die Position vertreten, das ist egal, ob ich aufgezeichnet werde oder nicht. Es geht um die informationelle Selbstbestimmung, die freie Entscheidung. Fühle ich mich beobachtet, werde ich in meinem Verhalten gelenkt,
ändere ich meine Verhaltensweise dadurch, dass ich mich beobachtet fühle. Und wenn das beobachtet fühlen entscheidend ist, dann ist es egal, ob die Videokamera funktionsfähig ist oder nicht, ob es eine defekte Videokamera ist oder eine Attrappe. Und deswegen gehe ich genauso gegen Attrappen vor und defekte Kameras wie gegen funktionstaugliche Videokameras. Sagen die dann, das steht nicht im Gesetz. Also ich gehe davon aus, Sinn und Zweck des Gesetzes ist das, so zu behandhaben. Denn was glauben Sie, wie Sie frustriert sind? Sie fahren hin, gucken die Kamera an, dann sagen die, die geht nicht. Haben Sie, fahren Sie weg, schalten Sie sie wieder ein. Wenn eine abgeschaltete Kamera keine Kamera ist, dann möchte ich wissen, was das nützt die Kontrolle absolut nichts. Und wenn die Attrappe täuschend echt ist, dann ist das genauso wie eine polizeiliche Anscheinsgefahr. Und gegen derartige Dinge kann ich vorgehen. Sie sehen, das ist Dogmatik mit praktischen Konsequenzen. Also, wie die Videokameras. Die Drohnen sind ein Sonderproblem. Diese unbemannten Flugobjekte, die in jedem Verbrauchermarkt, in jedem Elektromarkt leicht zu erwerben sind, die nehmen zu. Da kommt praktisch jeden dritten Tag kommt jemand angerannt und sagt, bei mir ist eine Drohne in den Garten gefallen und bringt mir eine Drohne in die Dienststelle. Und die sind schon so abstrus, was sie als Gag haben. Sie bringen Kameras an Fledermäusen an und jagen die Fledermäuse in bestimmten Arealen und lassen sich überraschen, wo das Viehzeug rumfliegt. Also die Informationsneurose der Bevölkerung ist gravierend. So, jetzt, ich habe dann das Beispiel gebracht, ich weiß nicht, wie ich in der Zeit bin. Habe ich noch 10 Minuten, gut. Jetzt, ein Problem der Lauschangriff, habe ich schon gesagt, ist die Intimsphäre. Was groß in der Diskussion ist, ist die Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung ist tabu. Das sind die Daten über die Kommunikationsvorgänge, wann Sie telefoniert haben, mit wem Sie telefoniert haben. Das sind Daten, die Kommunikationsunternehmen vorrätig halten müssen, um mit ihnen korrekt abrechnen zu können, die zu diesem Zweck gesammelt worden sind, um die Geschäftsbeziehungen mit ihrem Provider zu regeln, aber nicht, um Dritten die Möglichkeit zu geben, nachzuvollziehen, mit wem sie wann telefoniert haben. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht das in die Finger gekriegt und hat eine ruhmreiche Entscheidung getroffen über die Vorratsdatenspeicherung. Die haben gesagt, die Vorratsspeicherung sei eine anlasslose Speicherung und eine anlasslose Speicherung sei unzulässig. Und das ist in der Presse rumgegeistert, die Vorratsdatenspeicherung ist unzulässig. So haben Sie es doch sicher mitgekriegt oder ist problematisch. Jetzt muss ich die Verwaltungswissenschaftler von Ihnen fragen, kennen Sie eine Behörde, die anlasslos arbeitet? Anlasslos, ohne Grund. Heute so, morgen so, Roberto Blanco macht das, aber die Behörden, cool, anlasslos, irgendeine Motivation haben sie doch immer. Es geht nicht um die anlasslose Speicherung, das ist albern. Es geht darum, ob ich für einen bestimmten Zweck Daten gesammelt habe und die für einen anderen Zweck verwenden darf. Es geht um die Zweckrichtung der Datensammlung. Wenn ich jetzt Mautdaten gesammelt habe, dann geht es zu Abrechnungszwecken bei Kfz. Wenn ich jetzt Strafverfolgung, Geschwindigkeitsreduzierung durchsetzen will und nehme die Mautdaten, dann ist das nicht anlasslos. Der Anlass war ja die Mautkontrolle. Aber die Zweckverwandlung ist das Entscheidende. Und das ist grundsätzlich unzulässig, weil man verhindern will, dass der Staat sich ein Polster von Informationen schafft, auf die er bei Bedarf zugreifen kann. Und dann frage ich Sie, kann das sein, dass Mautdaten, die gesammelt worden sind, immer tabu sind für andere Zwecke? Oder ist das eine Abwägung im Rahmen der Skala zwischen
Einschränkungsmöglichkeit, Menschenwürde und allgemeine Handlungsfreiheit. Und da gebe ich Ihnen Brief und Siegel, wenn Sie eine passende Situation finden, wird die Zweckverwandlung ohne weiteres für zulässig erklärt. Sie brauchen bloß die ersten Terroristen wieder in der Bundesrepublik aufzufinden, wenn die, angenommen, die werden tatsächlich besiegt in Syrien und im Irak und kommen zurück und stellen hier was an oder haben Drohungen und dergleichen. Was glauben Sie, wie schnell dann die Zweckverwandlung durchgeführt wird? Dann schreiben Sie rein zur Terrorismusbekämpfung, Antiterrorgesetz zur Terrorismusbekämpfung darf auf jedes beliebige Datum zugegriffen werden, das nur irgendwo gesammelt worden ist. Und das muss man verhindern, dass das ausgenutzt wird, dass beliebig für beliebige Zwecke Daten gesammelt werden und für beliebige Zwecke, die dann auch verwendet werden können. Das ist die Vorratsdatenspeicherung und das kann man mit der Abwägung in den Griff bekommen. Aber so ein Totalverbot, Vorratsdatenspeicherung darf es nicht geben, ist nicht durchhaltbar. Ich rate immer zu sagen, die Vorratsdatenspeicherung im Sinne des Bundesverfassungsgerichts darf es nicht geben, das ist die Anlasslose. Wenn die Behörde grundlos Daten sammelt, das ist nicht legitim. Aber die zweckgebundene Datensammlung mit Zweckvertauschung ist bei besonderen Kapitalverbrechen und dergleichen natürlich möglich. Und da gibt es ein Beispiel, wo man das gemacht hat. Da gab es in Rheinland-Pfalz, dass es diesen Autobahnschützen, Sie werden sich erinnern, der frustriert war, dass die LKWs zu schnell bei ihm vorbeigefahren sind und dann in die LKWs geschossen hat. Da haben sie Daten gesammelt und für diesen Zweck verwertet. Wenn jetzt ein zweiter Nachfolgetäter käme und dergleichen, der den imitiert, dann müsste man die Daten natürlich genauso verwenden können. Also mit Abwägung kommt man da auch über die Runden. Das ist die Vorratsdatenspeicherung. Jetzt habe ich noch 5 Minuten, oder? Noch 3. Jetzt möchte ich Ihnen noch einen Punkt sagen, was in der Diskussion ist. Unser Datenschutz geht weit. Wesentlich weiter als der in den Vereinigten Staaten. Daten im privaten Bereich sind Waren und wir sollten die Nutznießer sein, wenn unsere Daten als Ware vermarktet werden durch Dritte. Also wenn ich eine Payback-Karte mit meinen Daten in die Welt schieße, muss ich auch einen entsprechenden Gewinn haben und eine entsprechende Verbilligung haben bei Produkten, dass ich den Nutzen habe von meinen Waren als Daten. Für die Amerikaner ist das völlig klar, für uns leider noch nicht. Und jetzt haben wir die deutsche Datenschutzerrungenschaft, sowas Tolles, dass wir das als Exportartikel verkaufen wollen und haben es den Europäern verkauft. Und die Europäer haben das als Grundverordnung angeführt und die ganze Republik ist begeistert, wir kriegen eine europäische Grundverordnung im Datenschutz nach deutschem Vorbild. Die deutschen Kriterien sind aufs Englische übersetzt worden, sodass es kein Mensch mehr versteht. Vom Englischen ist es aufs Deutsche zurück übersetzt worden, dass es total verstümmelt ist. Jetzt gibt es gar keinen Sinn mehr, aber immerhin, wir haben eine Grundverordnung. Und die Grundverordnung besagt, dass die Datenschutzinstanzen in der Bundesrepublik unabhängig sind. Von parlamentarischer Kontrolle soll weg. Die Ministerialverantwortlichkeit möglichst unkontrolliert. Also ich bin unkontrolliert, das haben Sie ja gemerkt. Ich bin ein völlig unkontrollierter Mensch und werde vom Staat nicht begutachtet. Jetzt kommen die auf die Idee und sagen, das haben uns die Europäer durch ihre Richtlinien vorgeschrieben. Das ist ein Geschenk der Europäer an die Verfassungsästhetik der Bundesrepublik. Glauben Sie im Ernst, dass die Europäer uns sowas gerade zu schenken? Was haben die für ein Interesse? Die haben die Bindungen an die deutschen Staatsorgane gelöst, um die europäischen Bindungen einzuführen. Und die unabhängigen Datenschutzbehörden sollen als erstinstanzliche Behörde funktionieren. In der nächsten Instanz im Widerspruchsverfahren entscheidet die Europäische Kommission. Und wenn wir die Grundverordnung bekommen, sind unsere ganzen staatlichen Schutzverkehrungen, Bundesverfassungsgericht, Landesparlamente, Bundesparlamente, alle ausgehebelt. Wir haben nur noch europäische Kontrolle und die europäische Kontrolle geht auf marktwirtschaftliche Erwägungen und nicht auf Datenschutz. Glauben Sie mir das? Und deswegen streite ich seit eh und je gegen die europäische Vereinnahmung
Und das hat nichts mit antieuropäisches Denken zu tun oder Affinität zu einer Partei, die eigentlich gar keine sein dürfte, sein sollte, eine Parteigruppierung. Das ist kein Europa-Feindschaft, sondern ist die Realität. Wir wollen unsere Datenschutzstandards einigermaßen halten und haben die als Errungenschaften. Und so kritisch ich mich jetzt geäußert habe mit dem Duktus, so wichtig halte ich doch die Errungenschaften für den deutschen Datenschutz und dieses Abwägungssystem, das ich Ihnen dargestellt habe. So, das müsste eigentlich reichen für eine Diskussion. Ja, Sie haben jetzt erlebt, wen die Hochschule alles habilitiert, ne? Danke, vielen Dank. Diskussion. Also ich bedanke mich erstmal und gebe die Diskussion frei. Wer meldet sich? Herr Reinermann. Ja, Herr Runnelwitsch, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich habe Sie hier eingeladen und ich bin vollkommen zufrieden mit dem, was Sie gesagt haben. Und gleich im Anschluss an das Letzte, der Bundesjustizminister und auch, ich glaube auch die Kanzlerin hat von einem Völkerrecht des Internet gesprochen. Das sei jetzt notwendig wegen der weltumspannenden Datenströme. Halten Sie das für realistisch und wie könnte das aussehen? Das ist genauso unrealistisch wie ein Völkerrecht als Menschenrecht mit der Völkergemeinschaft. Wie wollen Sie das denn, eine Informationsfreiheit in totalitären Staaten durchsetzen? Das kriegen Sie schon mit Russland nicht hin, das kriegen Sie mit kaum einem, der nicht unserem Kulturbereich entsprechenden Staat zustande. Wir können die Informationen als Ware betrachten, als Welthandelsrecht, dann können wir einen Schritt weiterkommen, um Betriebsgeheimnisse zu schützen und solche Sachen. Aber die individuelle Informationsfreiheit auf völkerrechtlicher Ebene zu regeln, halte ich für absurd. Nicht wünschenswert, sondern für utopisch. Herr von Arnim. Vielen Dank für dieses Feuerwerk, für dieses kleine Repetitorium des Datenschutzes. Wenn Dogmatik das Zurückführen von Einzelfällen auf Grundsätze ist, dann müssen wir eigentlich alle die Scheu vor Dogmatik verlieren. Also sehr beeindruckend, finde ich. Ich wollte an die vorherigen Themen anknüpfen. Sie sprachen vom Grundrecht auf Integrität technischer Systeme. Das ist die Norm. Vorher haben wir faktisch gehört, dass es praktisch keinen Schutz gibt, weder vom Staat noch von sonst in den Referaten. Ich vereinfache. Ist da eine riesige Diskrepanz zwischen Norm und Wirklichkeit? Da ist keine Diskrepanz zwischen Norm und Wirklichkeit. Wir sind dabei, sichere Systeme aufzubauen. Ob wir die schaffen oder jedenfalls sicherere Systeme als jetzt. Im Zuge der Umstellung von der Verwaltungsübung auf E-Government muss der Staat ja selbst interessiert sein, im eigenen Bereich für Sicherheit zu sorgen. Und so praktisch als Windfall werden Sicherheitsvorkehrungen für den privaten Bereich getätigt. Was die Integrität, Sie sehen das skeptisch, also wir sind dabei, versuchen Verschlüsselungsprogramme und dergleichen einigermaßen sicher zu machen. Und die Integrität technischer Systeme ist deswegen erfunden worden, weil wir früher das Post- und Fernmeldegeheimnis hatten. Und dann hat man es für nötig gehalten, derartige Daseinsvorsorgeeinrichtungen zu privatisieren. Und die Grundrechte wären dann eigentlich weggefallen. Denn im Bereich der Privaten gelten die Grundrechte nicht unmittelbar. Dann wäre das Post- und Fernmeldegeheimnis weg gewesen und dergleichen. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht endlich die Notbremse gezogen und hat gesagt, egal ob das die Post ist in privater Hand oder als wie die Organisationsstruktur ist, solche technische solche Einrichtungen wie Telekommunikation, Grundversorgung mit Post- und Telekommunikationsleistungen, Internet und dergleichen, muss der Staat für die Sicherheit Sorge tragen. Internet ist natürlich schon schwieriger, aber muss der Staat Sorge tragen, dass wenigstens der alte Grundrechtebestand erhalten bleibt, dass der Kommunikationsverkehr, es geht nicht um die Informationsfreiheit, es geht um die Kommunikationsfreiheit. Dass die Kommunikation einigermaßen
sicher ablaufen kann. Technisch kann ich Ihnen nicht sagen, wie die das machen, aber sie sind dabei, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Ich bin ein bisschen verunsichert. Es war ein sehr kurzweiliger Beitrag, den Sie hier geliefert haben. Darf ich das alles ernst nehmen, was Sie gesagt haben? Das schien mir doch fast ein bisschen kabarettistisch. Ja, wissen Sie, die Sache ist viel zu ernst, um sie ernst zu verkaufen. Das ist ernst. Hinter jeder kabarettistischen Einlage steckt ein ernster Kern. Und den ernsten Kern, wenn sie nachdenken, um was es geht, wenn sie den ernsten Kern schon entdecken. Kabarettistisch sind die zum Teil ernst genommenen Versuche, Dinge, die eigentlich trivial sind, so ernsthaft drüber zu bringen, dass kein Mensch mehr versteht, um was es gemeint ist. Deswegen habe ich es etwas lockerer dargestellt, kabarettistisch vielleicht. Ist noch eine Wortmeldung da? Danke. Mein Name ist Reichert. Herr Professor Rollenfitsch, ich würde Sie gerne noch um eine Einschätzung fragen. Professor von Lucke hat uns gestern im Rahmen des Themas Open Government, das sein Thema war, so als ein nach meiner Wahrnehmung positives Beispiel Estland vorgestellt. Dort sei es dem Staat verboten, Daten zu erheben, die er an irgendeiner anderen Stelle der öffentlichen Verwaltung schon vorhalte. Ich habe mich daran erinnert gefühlt, bei dem Beispiel von Ihnen des Schuhgeschäfts, an dem ich vorbeigehe und dann sofort mit dem Handy ein Angebot bekomme. Wie ist Ihre Einschätzung zu einer Überlegung, die dahin gehen würde, wie in Estland, auch in der EU, also in Deutschland zum Beispiel, so zu verfahren? Das ist nicht eine estnische Besonderheit, sondern es ist deutsche Rechtslage. Wenn der Schuhgeschäft von Ihnen Informationen hat, darf der Staat nicht darauf zugreifen. Achte ich übrigens strikt drauf. Ein Beispiel. Im Frankfurter Flughafen ist eine öffentliche Einrichtung. Als Aktiengesellschaft trotzdem eine öffentliche Einrichtung. Die Zugänge zu den Flugzeugen dürfen staatlich nicht videoüberwacht werden, es sei denn, es ist eine Unsicherheit eingetreten, eine terroristische Ankündigung. Der McDonald's nimmt zur Eigensicherung alle Kunden in seinen Räumen auf. Da wollte der hessische Innenminister sich auf die Kameras von McDonald's einfach draufschalten lassen. Dann hätte er den Flughafen von McDonald's aus überwachen können. Das ist untersagt worden, das hat er auch akzeptiert. Das ist die Lösung im Baltikum, das hatten wir schon lange. Pannen passieren überall, das ist klar. Und mit Ihrer Sicherheit muss ich Ihnen sagen, Die größte Panne war bei uns, die haben die Beihilfedaten aus Versehen gelöscht und haben dann die nicht redundant gehabt. Und dann konnte keine Beihilfe mehr geleistet werden. Was glauben Sie, was da los ist bei der Bevölkerung, im öffentlichen Dienst? Ja, meine Damen und Herren, also Sie haben einen unabhängigen Geist der deutschen Staatsrechtslehre kennengelernt, der ein einmaliges Vermögen hat, Dinge zuzuspitzen. Aber der ist ein sehr ernsthafter Mensch. Ich kenne ihn ja nun schon viele Jahre. Die Unkontrollierbarkeit, die hat er aber immer schon gehabt. Auch bei Kontrollversuchen in der Vergangenheit hat er dazu geführt, dass er auch eine ironische Zuspitzung liebt. Aber die brauchen wir natürlich, um das Thema zu verstehen. Ich kann Ihnen dann noch einen Tipp geben am Schluss. Wenn Sie mal ein Seminar machen und Sie brauchen einen letzten Redner, kann ich Ihnen Herrn Rollenfitsch ans Herz legen. Meine Damen und Herren, ich überreiche jetzt das Mikrofon an Herrn Reinermann, den Leiter dieser Tagung. Bevor ich das aber mache, muss ich ihn loben. Eine Sache kann nur so gut laufen, wie sie gelaufen ist, wenn sie sehr viel Arbeit reinstecken. Sehr, sehr viel Arbeit.
Und ich weiß, dass der Herr Reinermann das gemacht hat. Wir haben ja öfter mal telefoniert. Und er hat sich also, er ist ja nun Fachmann auch auf dem Gebiet, aber er hat sich auf den neuesten Stand gebracht. Und die Frucht dieses Unternehmens haben wir ja nun erlebt, die letzten beiden Tage. Und ich denke, ich kann in Ihrer aller Namen Ihnen herzlich danken für die Mühe, die er sich gemacht hat. Meine Damen und Herren, ich wollte eigentlich Dank aussprechen, aber dann gehe ich erst darauf ein. Ich habe ja gesagt, ich bin ein Fossil, was Datenverarbeitung anbelangt, und habe einfach die Gelegenheit dieses Seminars genutzt, mal wieder herauszuschauen, was sich inzwischen alles in der Welt getan hat. Ich habe selbst am meisten wahrscheinlich davon profitiert. Nochmal zu dem letzten Redner, Herr Ronellenfitsch, Sie haben gesagt, ungefähr den letzten beißen die Hunde. Das war wirklich überhaupt nicht so. Und ich habe nicht ganz ohne Wissen dessen, was Herr König schon gesagt hat, Sie an den Schluss gesetzt. Und Sie haben die Erwartungen vollkommen erfüllt. Sie haben schon früher, als Sie noch Assistent waren bei Herrn Kollegen Blümel, die Hörer gerockt. Und zwar richtig mit Musik. Herr Ronellenfitsch spielt auch Gitarre und er hat eine eigene Band und er kann richtig gut abrocken. Und das hat er heute mit unseren Köpfen getan. Also ganz herzlichen Dank dafür. Aber auch die beiden Vorträge vorher heute Morgen haben mir ausgezeichnet gefallen, weil sie eins in den Mittelpunkt gerückt haben und ich habe mir das richtig selber auch gemerkt. Wie sagen die Amerikaner? Awareness and Knowledge. Also Bewusstsein über die Risiken und Kenntnisse, wie man mit denen umgehen kann. Darauf kommt es an. Das haben Sie unheimlich schön deutlich gemacht heute Morgen, auch mit der praktischen Vorführung. Der Dank an die Volksbank für den Raum. Gucken Sie mal, wie schön die das gemacht haben und wie gut wir ausgestattet wurden mit Getränken, mit Gebäck, mit Kaffee und Kuchen und vor allen Dingen auch mit dem Abendessen gestern Abend. Das war schon, ich möchte mal sagen, das war nicht virtuell oder digital, das war richtig real. Also Dank an Herrn Müller, auch für seine anführenden Worte, an Frau Schäfer. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwo zu sehen ist, die uns ganz hervorragend betreut hat. Und Herr Müller, der heute nicht da ist, ein anderer Herr Müller, hat sich auch um die Technik gekümmert. Dann natürlich Dank an Sie als Teilnehmer. Sie haben in großer Zahl, ich bin richtig positiv erfreut, überrascht, bis zum Schluss ausgehalten. Wunderbar. Es ist ein bisschen gefährlich, wenn man Freitag und Samstag eine Tagung macht. Da hat man etwas die Befürchtung, dass am Samstagmorgen doch lieber manche sagen, naja, muss ich da jetzt hingehen. Aber Sie sind so gut wie vollzählig gekommen und Sie haben hochinteressiert die Veranstaltung verfolgt und Sie haben sich auch sehr aktiv eingebracht. Herzlichen Dank dafür. Und natürlich die Redner.